Schön, Sie alle zu sehen, so ganz live. Wir sind ja richtig froh, dass es funktioniert. Wir waren uns nicht mal sicher. Die Situation ist natürlich... Oh, jetzt besser? Normalerweise kann ich ganz laut, also meistens. Ja, Sie sehen selber, die Zahlen steigen im Moment und wir waren so ein bisschen am Überlegen, aber wir sind heilfroh, dass das jetzt genau gepasst hat. Wir wissen nicht, was nächste Woche und übernächste Woche ist, aber heute ist heute und dabei belassen wir es ja. Liebe Jeanette Koch, lieber Tijan Sila, liebe Mitglieder der Jury, liebe Freunde des Arno-Rhein-Frank-Preises, lieber Professor Eichhorn, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Christian Straube, für diese wunderschöne Eigenposition und diesen damit doch sehr stimmungsvollen Auftakt heute Abend. Ich habe gehört, wir hören noch einiges und ich glaube, da freuen sich alle sehr. Ja, die Preisverleihung an Sie, sehr verehrter Herr Sila, ist tatsächlich zu spät. Wir sind schon über die Zeit. Wir hatten es eigentlich vor im März diesen Jahres, Sie wissen das, im Rahmen unserer Speyer-Litt-Reihe, mussten aber aufgrund dieser eben genannten Situation davon Abstand nehmen. Es funktioniert einfach nicht. Wir sind wirklich froh, dass es heute funktioniert. Ich freue mich deshalb sehr, dass Sie heute hier im Historischen Ratssaal dabei sind, anlässlich der Verleihung des 5. Arno-Rhein-Frank-Literaturpreises. 6.? 5.? Auch einigt euch, mir ist egal. Mein besonderer Willkommensgruß gilt der Stifterin des Preises, liebe Jeanette Koch, die seit vielen Jahren mit Speyer eng verbunden ist und gerne setzen wir uns ein, gemeinsam mit Ihnen, um das an das Andenken Ihres verstorbenen Mannes zu gedenken. Es macht uns viel Freude. Ich merke das auch immer bei der Vorbereitung. Es ist immer, hoffentlich klappt es und dann sind wir alle sehr froh, wenn es umgesetzt wird. Also sehr schön, dass es diesmal wieder klappt. Herzlich begrüßen will ich natürlich auch den Preisträger des Arno-Rhein-Frank-Literaturpreises 2021, Herrn Tijan Sila, der zusammen mit seiner Frau als Kaiserslautern da ist. Und
Den Applaus haben Sie jetzt schon vorweggenommen. Wunderbar. Ja, wir freuen uns auch auf Ihre Auseinandersetzung mit dem literarischen Werk Anno Rheinfranks. Sie haben gerade vorhin gesagt, es wäre eine Ihrer ersten Reden. Aber die erste, wunderbar. Dann ist das quasi eine Uraufführung heute Abend. Und jeder beginnt mal bei der ersten. So ist es. Alles in Ordnung. Ja, die literaturwissenschaftliche Einordnung und Würdigung Ihres bisherigen Werkes sowie die Erläuterung des Juryentscheids übernimmt dankenswerterweise Ingo Rüdiger aus dem Literaturbüro e.V. Mainz für die Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Und für die Jury darf ich weiterhin Michael Au, den Kulturverantwortlichen im Ministerium, so jetzt muss ich ablesen, weil die Ministerien wechseln häufig ihre Bezeichnung, für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz begrüßen. Ist das korrekt? War das genau so? Super. Wunderbar, danke. Und ebenso Herrn Dr. Eckhard Pillig aus Karlsruhe. Ja, persönlich begrüßen möchte ich auch Herrn Professor Eichhorn in seiner Funktion als Vorsitzender der Kulturstiftung Speyer, unter deren Dach die Arno-Rheinfranks-Stiftung als Treuhandstiftung quasi errichtet wurde. Also Ihrem besonderen Engagement für die Kunst und die Kultur nochmal ebenso. Vielen Dank. Danken möchte ich auch den anwesenden Pressevertreterinnen und dem offenen Kanal. Herr Schuch ist da unter der Regie. Unter Ihrer Regie wird die Preisverleihung filmisch dokumentiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Jury hat sich einstimmig für Tijan Sila und seinen Roman Die Fahne der Wünsche entschieden. So sieht's aus. Falls irgendjemand noch einen Wunsch hat, es ist draußen zu erwerben, habe ich gesehen. Der in den fiktiven Krukutanien am Rande Europas angesiedelte Roman ist eine hintersinnige Schilderung der Erlebnisse des Radrennfahrers Ambrosio, der in dem totalitär regierten Land zu reüssieren versucht. Zwischen Anpassung und Aufmüpfigkeit gelingt es ihm, sich eher duldsam als oppositionell durchzulavieren. Außer im Sport findet Ambrosio Vergnügen im Flippern, das schließlich auch verboten wird, wie zuvor Alkohol und freie Liebe. Man denkt an Diktaturen des Nahen oder Fernen Ostens und vergisst darüber, dass man auch in westlichen Gesellschaften Alkoholverbot und Prüderie kannte. Das Flippern tat sich zuerst in den USA über 30 Jahre lang wegen Gefährdung der Sittlichkeit der Jugend verboten war. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Man muss in diesem Roman zwischen den Zeilen lesen können. Das Urteil der Jury: Die Fahne der Wünsche ist ein kluger literarischer Kommentar zu patriarchalischer Ordnung bzw. Unordnung und dabei eine höchst unterhaltsame Lektüre. Mittlerweile hat Tijan Sila einen weiteren Roman veröffentlicht unter dem Titel Krach, in dem er sich zur Punkmusik bekennt. Das wäre dann nichts für unseren Paradiesgarten, gell? Das macht uns natürlich sehr neugierig. Und wir haben ihn deshalb in weiser Voraussicht, also Dr. Matthias Nowak muss ich da mit ins Boot nehmen, in weiser Voraussicht am 15. Februar 2022 zur Vorstellung dieses Romans im Rahmen unserer Speyer Lit-Reihe eingeladen. Diesen Termin sollten Sie sich bereits merken, 15. Februar 2022. Lieber Tijan Sila, seien Sie uns herzlich willkommen hier in Speyer. Und jetzt darf ich aber Jeanette Koch um ihr Grußwort bieten. Ihnen allen wünsche ich einen interessanten Abend. Ach so, ja. Ladies and Gentlemen, dear friends, meine Damen und Herren, liebe Freunde, in these somewhat troublesome days, when the great mother empire stands splendidly isolated in Europe, in diesen etwas unangenehmen Tagen, in denen das große Mutterreich Großbritannien in Europa wunderbar isoliert dasteht, wie der kanadische Politiker George Ulas Foster formuliert hat, allerdings war das schon 1896, heute würde er das splendidly gewiss weglassen. Da freue ich mich ganz besonders, dass ich aus Großbritannien für Sie neuerdings ein sogenanntes Drittland, die Grenze nach Deutschland überwinden konnte und jetzt mit Ihnen zusammen feiern kann.
Die Pfalz, die Heimat meines Mannes Arno, ist auch für mich inzwischen zu einer zweiten Heimat geworden. Auch unser diesjähriger Preisträger ist ja aus einem Drittland gekommen. Grenzen zu überwinden, das tut und will ja auch die Kunst, die Literatur. Arno Reinfrank war ja auch ein Grenzgänger. Er hat Deutschland verlassen, um in London zu leben. Aber mit einem Bein und mit dem Herzen sowieso ist er Deutschland und seiner Muttersprache verbunden geblieben. Man hat ihn den Poeten der Fakten genannt. Heute würde er bestimmt Gedichte über Lockdown und die Pandemie schreiben. Und ich bin sicher, dass sich bald Schriftsteller dieses Themas annehmen werden. Es gibt Fakten und Falschmeldungen. Fakten, Fake News genug. Die Welt hat sich durch Covid-19 stark verändert. Gerade erst haben wir zaghaft damit begonnen, wieder ins Theater, in Konzerte und Galerien und auch erneut mit Vergnügen einkaufen zu gehen. Schon schwappt die nächste Welle heran. Angst und mangelhafte Informationen führten zu einer Anti-Haltung und zu angstgesteuertem Verhalten. Es wird schwer werden, das alles zu überwinden. Aber wir müssen jetzt mit dem Virus leben und lernen, damit umzugehen. Das Dasein des Künstlers kann zum Leben auf einer einsamen Insel werden. Denn viel Zeit zum Nachdenken, ohne Störungen und äußere Zwänge, sind wesentliche Voraussetzungen für das freie Fließen des kreativen Geistes. Trotzdem haben viele Schriftsteller, bildende Künstler, Musiker und Kunsthandwerker unter dem erzwungenen Lockdown gelitten. Das ging von der Schreibblockade über Antriebslosigkeit bis zum Einkommensverlust wegen undurchführbarer gewordener Projekte. Nicht jeder war bereit, sich zum LKW-Fahrer in England umschulen zu lassen. Die Auswirkungen auf die seelische und geistige Gesundheit waren zum Teil drastisch. Wir in England haben durch den Brexit eine ganz spezielle Situation. Boris Johnson schiebt alle Mängel, die der Brexit mit sich bringt, auf Covid-19. Dabei belaufen sich die Kosten des Brexit auf 4% des Bruttosozialprodukts, die Schätzungen bei Covid-19 auf nur 2%. Sie glauben nicht, wie ich mich mit überflüssigem Papierkram herumschlagen musste, um auf den Kontinent zu reisen, von den Kosten für Covid-Tests abgesehen. Aber die weitaus größere Belastung entsteht durch die bislang ungekannten Probleme, wenn es um den Warenverkehr bei lebenswichtigen Gütern geht. Selbst um einen Brief oder ein Paket nach Deutschland zu senden, muss man viele Formulare ausfüllen und mit unglaublichen Verzögerungen von bis zu 5 Wochen rechnen. Zum Beispiel ist es seit dem Brexit erheblich schwieriger geworden, Kunstwerke oder Orchester aufs Festland zu transportieren. Der Papierkrieg ist ungeheuerlich. Ich weiß das aus erster Hand von Freunden, die auf diesem Gebiet tätig sind. Man findet kaum noch kündige Arbeitskräfte in Großbritannien. Seit einer Woche bin ich jetzt hier und habe bemerkt, dass sie dieselben Probleme haben. Als Unternehmerin wäre es mir heute kaum möglich, gutes Personal zu finden. Britannien hat in den letzten 20 Jahren nur noch unzulängliche Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme verfolgt. Und nun haben wir einen riesigen Bedarf an Facharbeitern. Uns fehlen die Arbeiter in der Landwirtschaft. Es fehlen 180.000 Ärzte und Pflegekräfte. Und im Gaststättengewerbe mangelt es an Hotelpersonal, an Köchen und Kellnern, weil so viele gute Profis aus dem Festland Europa nach Hause gegangen sind.
Die Einheimischen möchten diese Jobs entweder nicht haben oder sie sind nicht gut genug dafür ausgebildet. Die Kaffeekette Costa wollte die freien Stellen mit einheimischem Personal besetzen. Aber nach 2 Tagen kamen die Leute nicht mehr, weil sie es nicht aus dem Bett geschafft haben. Bedauerlicherweise kommt es zu immer größeren Aggressionen gegenüber Ausländern, weil der Brexit den Briten offensichtlich das Recht gibt, unfreundlich zu sein und ihren Ärger unverhohlen zu zeigen. Fazit: Durch den Brexit haben wir eine Art National-Selbstmord begangen im Namen der britischen Souveränität. Zurück zur Pandemie. Gibt es auch eine positive Seite? Ich meine ja. Für viele von uns waren die Einschränkungen durch den Lockdown eine Zeit, in der lästige Verpflichtungen wegfielen, in der wir uns auf das konzentrieren konnten, was wirklich wichtig ist, und der soziale Druck in mancher Hinsicht geringer wurde. Das bot die Gelegenheit, unsere Ziele neu zu überdenken und neue kreative Wege zu finden, Werke zu schaffen und zu verkaufen. Es entstanden neue Wege der Darbietung und wir haben gelernt, uns mit befreundeten Künstlern virtuell zu vernetzen und das Internet zu nutzen. Nun können wir unseren physischen Kontakt auf der Grundlage dieser neuen Einsichten wieder aufnehmen. Wir können Treffen mit Freunden und Kollegen mit neuer Freude an wirklich Zusammensein feiern. Und ich bin so unglaublich stolz und glücklich, dass wir es geschafft haben, heute Abend in echt, oder wie man auf Deutsch sagt, live, hier zur 6. Arno-Rhein-Preisverleihung zusammenzukommen, ohne den 3-jährigen Rhythmus aufgeben zu müssen. Trotz der unvermeidlichen Verschiebungen, die das Jahr 2020 mit sich brachte, konnten wir dank des Speyerer Magistrats und besonders dank Matthias Nowak im vergangenen November eine Jury-Sitzung von Angesicht zu Angesicht abhalten, auf welche wir uns auf Tijan Sila als Preisträger geeinigt haben, und zwar für seinen Roman Die Fahne der Wünsche. Die Diskussion war lang und intensiv und von unserer Shortlist mit 6 Autoren hatte zunächst jedes Jurymitglied seine eigenen Favoriten. Aber da wir glücklicherweise alle zusammen im selben Raum waren und Zeit genug zur Besprechung hatten, führte die lange Diskussion zu einem einstimmigen Ergebnis. Ich glaube nicht, dass wir diesen befriedigenden Ausgang mit einer Zoom-Konferenz per Internet und Bildschirm erreicht hätten. Ich möchte die Stadt Speyer loben und preisen für ihre Speyer Kulturunterstützungsinitiative, mit der sie während der Covid-Pandemie über 100.000 Euro als Soforthilfe für freischaffende Speyerer Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung gestellt hat. Bevor Ingo Rüdiger die Laudatio für unseren Preisträger Tijan Sila spricht, wird uns Christian Straube noch eine Eigenkomposition spielen und ich will diese Gelegenheit nutzen, Christian für seinen musikalischen Beitrag heute Abend sehr herzlich zu danken. Es ist eine große Freude für mich, heute Abend hier zu sein und mit unserem Preisträger zu feiern. Thank you.
Lieber Teacher Sila, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Als 2009 der eigentlich nur legendär zu nennende Verleger Egon Ammann beschloss, seinen gleichnamigen und in Zürich ansässigen Verlag zur Jahresmitte 2010 für immer zu schließen, führte der Deutschlandfunk ein Interview mit Ammann, das ich eher zufällig hörte. In eben diesem Interview verlautbarte Ammann, dass es doch ganz einfach keinen Sinn mache, mit viel Aufwand, Herzblut und Sachverstand einen literarischen Verlag zu führen, wenn es in jeder deutschen Mittelstadt doch höchstens zwei richtige Leser gäbe. Schnösel, dachte ich, Snob. Tolle Bücher hat er gemacht und durchgesetzt, der Egon Ammann. Pessoa etwa oder Ossip Mandelstamm, auch zeitgenössische Autoren wie Andreas Mandt und vor allem Friedrich Krönke. Doch hier täuscht sich der Ammann einfach. Die Leute lesen doch und das nicht zu knapp. Das sagt mein Adressbuch, das sagt der Börsenverein des deutschen Buchhandels, das sagt jede einfach zu googelnde Statistik. In einer durchschnittlichen Mittelstadt mit 100.000 Einwohnern werden im Jahr 450.000 Bücher verkauft. Manche lesen sogar so viel, dass man sich bei deren Umzugstermin besser für ein paar Tage aus der Stadt verkrümelt und oder ihnen ungefragt die Namen von Umzugsunternehmen mailt. Tage später, nach diesem Radiointerview, war ich in einem Antiquariat in der Nachbarschaft und erzählte dem befreundeten Buchhändler von Ammann Stahler These mit den zwei Lesern auf 100.000 Einwohner mit der Hoffnung, solidarische Zustimmung für meine Empörung vom Buchhändler zu erfahren. Pustekuchen, da hatte ich mich getäuscht. Der Kommentar des Buchhändlers lautete knapp, viel zu positiv, viel zu hochgegriffen. Auf Mainz mit seinen 200.000 Einwohnern gerechnet, gibt es keine vier Leser, Bücherfresser der alten Schule. Und da der Buchhändler durchaus von meiner Tätigkeit als Veranstalter von Lesungen mit durchaus lebendigen Autoren, zumeist deutscher Sprache, wusste, fügte er noch, wie gerade eben vom kulturpessimistischen Stammtisch aufgestanden, hinzu, und die sogenannte Gegenwartsliteratur kauft keiner von denen, beziehungsweise höchstens in Spuren und Promille. Und, ergänzte er, gebraucht lohne sich der Ankauf, selbst wenn auch eingeschweißt, dieser Bücher kaum, auch die Laufkundschaft, offline oder online, hielte sich bedeckt. Geknickt ob dieses Befunds, ging ich in mich und sichtete vor dem inneren Auge die Bibliotheken der befreundeten Literaturfans. Tja, und richtig, das Sachbuch als größte, unschärfste Warengruppe einmal rausgerechnet, sah ich für Suspense und rundum funktionierende Blots ein paar Meter englischsprachige Literatur, für Sexualität und Politik die Franzosen, für Tiefe und Schwere die Russen, für erzählerische Experimente die Portugiesen, Spanier, Südamerikaner und so weiter. Deutsche Literatur, gerade die gegenwärtige, gerade die von den Long, Short, Hot, Bestenlisten, die ausgepreiste und runterbesprochene Fehlanzeige, einige wenige Lieblinge vielleicht, aber zumeist solche, die den Listenmachern aus Gründen durchgerutscht waren. Und dann lese ich etwa zwei Wochen vor Abfassung dieser Zeilen den im Folgenden nur unzureichend, sprich tendenziös und verknappend wiedergegebenen Facebook-Post des hier und heute ausgezeichneten Autoren Tijan Sila. Bücher verkaufen sich immer schlechter, insbesondere literarische Bücher. Die Gegenwartsliteratur werde, so Tijan Sila, den Weg des Chess gehen. Sie werde also zu einem Refugium für eine Handvoll Experten, marginal und ohne Anschluss an die da draußen, an uns da draußen. Zustimmung und Widerspruch auf diesem Post folgten, das Ganze landete auf Perlentaucher, wurde da selbst zur Glosse erklärt und verlagerte sich als Scharmützel in die Kommentare. Und auch wenn ich mit fast allem, was Tijan Sila in seinen Antworten an die eigene Bubble in eben diesen Kommentaren abfasste, d'accord ging, seit 2009 ist dann doch viel Zeit vergangen, das Antiquariat beispielsweise hat längst geschlossen, beschlich mich Verwunderung. Warum analysiert ein Autor die Situation der Gegenwartsliteratur, gerade insbesondere im direkten Vergleich, in direkter Konkurrenz zu anderen Künsten und mit einem Exkurs in die Aufmerksamkeitsökonomie so knallhart wie wenig optimistisch, der selbst mit seinen bisher drei Romanen, zumindest von dem hier Vortragenden, als einer der wenigen Schriftsteller angesehen wird, dessen Bücher uneingeschränkt und immer anders zu begeistern wissen.
Doch bevor ich mich anheische, diese Frage eher zu variieren, als denn zu beantworten, möchte ich den Blick auf zwei Romane von Tijan Sila werfen, Die Fahne der Wünsche und Krach. Für Die Fahne der Wünsche, 2018 im Kiepenheuer und Witsch Verlag zu Köln erschienen, erhält Tijan Sila heute den Arno Rheinfrank Literaturpreis. Glückwunsch von meiner Seite. Auch mein Votum fiel auf dieses wunderbare und seltene Buch, weil Tijan Sila hier systemische Gewalt und auf dieser Gewalt basierende Männlichkeitsbilder untersucht, die aktuell etwa im Femiziden, im schrägen Inselskult aus dem Internet und überhaupt in der rechtsextremen Identitätspolitik ihre fatale Wirkung entfalten. Die Fahne der Wünsche ist bei aller fast graphic-novelhaften Semifiktionalisierung des Handlungsortes, das balkanische, diktatorische Kokutanien, eher vielleicht Enver Hoxhas Albanien als den Titus Jugoslawien, ein Kommentar zur Zeit, der an notwendige Diskurse anknüpft und diese in und als Literatur transferiert. Ohne dass hier freilich dem falschen Diktum des Tagesaktuellen gefolgt wird, was die Fahne der Wünsche von der Abonnenten- und Jubiläenliteratur angenehm deutlich abhebt. Als ich die Jury hier im Speyer Mitte November 2020 traf und sich auf die Fahne der Wünsche als Preisträgerbuch verständigte, war bereits in den Prospekten des Kiepenheuer & Witsch Verlages und auf der Facebook-Seite von Tijan Sila ein neues Buch annonciert. Krach! Anfang 2021 sollte es erscheinen und es sollte um Punk gehen. Genauer um die Punk-Szene in der Pfalz, Mitte der 1990er Jahre, ein Coming-of-Age-Roman. Und als ich dann endlich Krach lesen durfte, war ich hellauf begeistert. Ja, mich überzeugte dieser Roman noch umfänglicher als die Fahne der Wünsche. Und ich beglückwünschte die Jury des Arno Rheinfrank Literaturpreises umso lauter für die Wahl des hier und heute ausgezeichneten Autors. Nach meiner Lesart geht es in dem Buch um Schicksal made in Germany, um das hohle Gefrase der Chancengleichheit, also wenn man nur schön strampelt, buckelt und tritt, tja, was blüht einem eigentlich dann? Es geht in Krach also um die feinen Unterschiede, um den Stallgeruch, um die, die da oben geboren werden und um die, die immer unten bleiben werden. Und es geht, bitte entschuldigen Sie diesen klassenkämpferischen Impuls, um einen Weg aus diesem vom Bildungssystem und von der Politik und vom allzu anstelligen Kulturbetrieb festgeschriebenen Gesetz der Ohnmacht, das Besitz vor Leben stellt. Es geht um Musik, um Szenen, Fraktionen, um Codes, um Geheimwissen, um Humor. Es geht um Punk. Was also Krach von anderen aktuellen klassizistischen Romanen unterscheidet, ist zum einen der Verzicht auf die erste Person Singular und ihrer zumeist sehr individuellen Beschädigung qua dieser zumindest mir rätselhaften Scheinnotwendigkeit des Milieuwechsels. Und zum anderen, deutlich wichtiger, zeichnet Krach sich durch dieses ganz spezifische, uneingeschränkt emanzipatorische Angebot aus, das dieses Buch bereithält. Es ist das Wir rund um die drei Akkorde. Gemeint sind hier jene drei Akkorde, auf die landläufig das musikalische Ausdrucksvermögen von Punk gerne von der notenfesten Kennerschaft reduziert wird. Diese Damen und Herren täuschen sich, es ist im besten Falle ein Akkord. Auch die Vielleser aus dem Adressbuch waren von Krach begeistert, Taz und Faz zogen in seltener Einheit mit überschwänglichen Kritiken nach. Aber sonst? Unser Krach-Lesekreis, so will ich ihn mal nennen, war etwas, sagen wir, verwundert. Exemplarisch für diese Verwunderung sei nachfolgende Liste bzw. Nichtlistung betrachtet. Obwohl oder gerade mit Wohnort Mainz ganz klar an der Peripherie des Literaturbetriebs stationiert, schielt man doch wieder besseren Wissens jeden Sommer auf die Longlist des Deutschen Buchpreises, auf der jedoch Krach nicht zu finden war. Stattdessen das übliche Potpourri des Erwartbaren und des scheinbar Vermarktbaren. War es das Punk-Ding, das Feier des und der Ausgegrenzten, die herrliche Gymnasiastenschelte, die Krach diese Weile verwehrten? Wollten also die Emsigen und Erlehrten wieder für eine weitere Saison unter sich bleiben? Also einmal mehr Tournisterliteratur für studioses Reisende statt Lesestoff ab with the people. Doch genug der mürrischen Befundspolemik und der trotzigen Mutmaßungen, gehen wir wieder lieber in Lob über. Was Tijan Sila mit seinen Büchern und mit seinen Kommentaren und Einwürfen in den sozialen Medien leistet, ist im besten Sinne Debattenkultur. Es ist das Angebot an seine Leser und seine Follower,
Ego Ammanns These, den von den zwei Lesern pro Stadt Lügen zu strafen. Es ist das Angebot diesseits einer zur besseren Ständeversammlung krankgeschrumpften Literaturbetriebs, die zu Wort kommen zu lassen, die mehr zu erzählen haben, als nur von den Sensationen ihrer eigenen Nerven oder wer wem die Katze umgebracht hat. Da diese Arbeit an diesem Angebot jedoch Kräfte und Ressourcen erfordert, eine ständige Selbstvergewisserung der eigenen Positionen inklusive, kann es hier nicht um Branchenlobhudelei, falschen Konsens und diensteifriges Abnicken gehen, nicht um die vielleicht vergebliche Suche nach den zwei richtigen Lesern, die man vielleicht gar nicht kennenlernen will, da auch nur die üblichen Distinktionsgewinnler, und nicht um die Forderung nach Dauereinsitzrecht im LCB und in anderen Literaturhäusern in den Villengürteln der Metropolen. Und genau dafür, Sie oben sozusagen, danke ich Tijan Sila und möchte Sie auffordern, auch künftig seine Bücher zu lesen. Und ich möchte es nicht versäumen, Sie hier und heute auf die Lesung von Tijan Sila am Sonntag, dem 14. November, im Künstlerhaus Edenkoben hinzuweisen. Beginn ist um 11. Bitte nehmen Sie diese Gelegenheit wahr. Es lohnt sich. Vielen Dank. Thank you.
jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil heute Abend, der Preisverleihung. Ich erlaube mir einfach mal, den Text vorzulesen. Im Gedenken an den 1934 in Mannheim geborenen und 2001 in London verstorbenen Schriftsteller Arno Rhein-Frank verleihen wir auf Vorschlag der Jury für das Jahr 2021 den Arno Rhein-Frank Literaturpreis an Herrn Tijan Sila. Speyer, den 11. November. Wir beide. Herr Sila. Herzlich willkommen. Es war was doch so, ja. So, bitteschön. Spreche ich Sie eigentlich richtig aus, Tijan oder Tijan? Tijan, das zweite, aber es ist nicht schlimm. Ach so, okay. Prima. Dann. Danke schön. So, jetzt, ich glaube, die Presse mag noch ein bisschen. Ja. Gut, so, bitte. Ah, nochmal. Achso. Das ist der anstrengendste Teil an der Preisverleihung, die Fotografiererei. Das wird meine Rede sein. So, dazu gibt es da noch Ruhländer. Eine Flasche Speyerer Ruhländer, den man nämlich nicht kaufen kann, sondern nur geschenkt bekommt. Danke. Bitte schön. Danke sehr. Achtung, so. Bitte. Haben wir das vergessen? Machen wir das am Schluss oder jetzt gleich? Machen wir am Schluss, besser. Ja. Wenn er fertig ist, dass wir ihr noch danken. Ja. Und die Jury, ne? Bitte? Und die Jury auch noch drei Flaschen Wein. Ne? Machen wir am Schluss. Das machen wir ganz am Schluss. Ja, okay. Weil er hat ja noch was zu sagen. Ja, liebe Damen und Herren, lieber Ingo, liebe Jeanette, vielen, vielen Dank, dass ich den Preis erhalte, ehrt mich, schmeichelt mir auch unheimlich. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe eine Rede vorbereitet, das ist die erste Rede, die ich in meinem Leben halte. Ich habe jetzt während der anderen Reden immer wieder darüber geschaut und ich glaube, sie ist extrem hochtrabend. Ich glaube, wenn man sich als Schriftsteller an so eine Rede setzt, dann dreht das Sendungsbewusstsein mit einem durch. Ich werde versuchen, es so ein bisschen zu kaschieren, aber bevor ich mit der Rede anfange, es freut mich unheimlich, dass ich hier in Speyer einen Preis bekomme, denn wenn ich als Schriftsteller etwas gefragt werde, so immer wieder, sowohl in Interviews wie auch bei Veranstaltungen, wieso ich denn in der Pfalz lebe, statt in Berlin, wo man als Schriftsteller zu leben hat. Ich lebe in der Pfalz, weil ich gewissermaßen nach Deutschland in die Pfalz gekommen bin. 1994 ist meine Familie, wir waren Kriegsflüchtlinge aus Bosnien, zunächst nach Mannheim gekommen, was, wie ich lernte, die Kurpfalz war, aber auch irgendwie die Pfalz. Wir blieben aber nicht lange in Mannheim, da man uns in Mannheim abschieben wollte, in der Pfalz aber nicht. Da hatte meine Mutter die Aussicht einer Arbeit, also sind wir in die Pfalz gewissermaßen vor Baden-Württemberg geflohen. Nach Baden-Württemberg bin ich zurück zum Studium. In Heidelberg habe ich Anglistik und Germanistik studiert, wo sich der nächste biografische Anschluss findet. Sowohl meine Frau wie auch ich haben beide Anglistik studiert, haben auch zeitweise in England gelebt. Ich in Bristol, sie hat in London gearbeitet. Für mich war ein ganz wesentlicher Schritt meiner Biografie war nicht nur die Ankunft nach Deutschland, sondern auch die Reise nach England, um dort zu studieren. Denn da hatte ich zum ersten Mal als Kriegsflüchtling das Gefühl, dass sich die Welt für mich öffnet. Ich hatte die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das heißt, Grenzübertritte waren nicht mehr mit der Bewerbung mit meinem Visum verbunden, mit dem Warten der Erlaubnis, irgendwo einzureisen. Mit dem deutschen Pass konnte ich auf einmal die Welt erforschen. Und das ist für Schriftstellerinnen und Schriftsteller wichtig. Dazu werde ich auch gleich in meiner Rede kommen, wo ich diese ganzen Parallelen zwischen Arno Rhein-Frank und mir sehe, oder die Chiasmen vielleicht, besser gesagt, zu Ammann. Ammanns Behauptung, dass es in den Städten keine Leser mehr gäbe. Dazu will ich auch kurz was sagen. Ich glaube, es war der Ammann Verlag, der die Neuübersetzung Dostojewskis von Svetlana Gaja als erster veröffentlicht hat. Und ich weiß, dass die Bücher obszön teuer waren. Ich konnte sie mir als Schüler nicht leisten. Ich wartete also, bis sie in der Stadtbücherei erschienen, denn ich war ein großer Fan von Dostojewski und ich liebte vor allem den Idiot, weniger Schuld und Sühne. Und
Ich weiß, dass ich es damals nicht verstanden habe, was das Besondere an der Neuübersetzung ist. Und ich habe sie letztens nochmal gelesen und vergleichend gelesen mit einer älteren Übersetzung aus der DDR und muss feststellen, also 80 D-Mark war sie nicht wert. Die alte Übersetzung, die es antiquarisch oder die vielen alten Übersetzungen, die es antiquarisch für teilweise 1 bis 2 Euro gibt, sind weiterhin sehr, sehr gut. Genau, und was uns natürlich auch zu der Frage führt, wieso es denn immer weniger Leser gäbe. Ich bin nicht nur Schriftsteller, ich arbeite in Kaiserslautern als Lehrer an einer Berufsschule. Ohne diesen Beruf könnte ich nicht Schriftsteller sein. Ich wäre in der Wahl meiner Sujets abhängig. Ich müsste mir immer überlegen, was denn ein angesagtes Thema ist und dann darüber schreiben. Das wäre ein Leben in künstlerischer Unfreiheit, das ich nicht führen möchte. Aber als Lehrer erlebe ich es tatsächlich, dass sich der Markt verschoben hat. Wenn man eine Lektüre lesen möchte, gibt es eine Schmerzgrenze von etwa 9 Euro. Das bedeutet, was man als Lektüre lesen möchte, und wenn es aktuelle Titel sind, muss als Taschenbuch erschienen sein. Wenn ein Buch als Taschenbuch erscheinen soll, muss es sich sehr, sehr, sehr gut verkauft haben. Denn die Taschenbuchlizenz ist teuer und der Druck des Taschenbuchs ist teuer. Oftmals erhalten Lehrerinnen und Lehrer den Vorwurf, wieso sie denn Neues nicht in der Schule lesen. Bin ich das? Nee. Sie lesen es nicht, weil die Kinder sich diese Bücher nicht leisten können. In einer Klasse kann man nicht von den Kindern fordern, dass sie für eine Lektüre, mit der man sich 3 Wochen lang beschäftigen wird, 22 Euro zahlen. Gerade nicht in einer Stadt wie Kaiserslautern, die 1 Milliarde Schulden hat. Wir haben nicht einmal Klobrillen in unserer Schule, auch nicht auf der Lehrertoilette. Und ja, Bücher verkaufen sich immer weniger. Dadurch, dass sie sich immer weniger verkaufen, gibt es immer weniger Taschenbücher, gibt es immer weniger Bücher, die man sich leicht leisten kann. Was dazu führt, dass Kinder weniger lesen, dass Kinder immer wieder dieselben Sachen in der Schule lesen. Und so sehe ich den Gedanken eines Kanons Liebe. So sehr weiß ich auch, dass Kleist für meine Schülerinnen und Schüler so eine Art fiebrigen Albtraum darstellt. Und ich liebe Kleist, als Schriftsteller liebe ich Kleist, dennoch weiß ich, dass es andere Lektüren gäbe, die, glaube ich, meine Kids mehr begeistern würden. So, nun aber zu meiner hochtrabenden Rede. Also, ich möchte mich vom Kleinen zum Großen vorarbeiten. Hier stehe ich also als Schriftsteller und bekomme einen Preis, der nach einem anderen Schriftsteller benannt wurde. Einem Schriftsteller und Dichter. Ich konnte also nicht umhin, als zunächst einmal nach Parallelen in den Lebensläufen Arno Reinfranks Lebenslauf und den Parallelen zu meinem Lebenslauf zu suchen. Ich fragte mich, ob hier vielleicht Ähnlichkeiten zu finden sind, die meinen Sieg irgendwie begünstigt haben. Vielleicht Ähnlichkeiten unserer Stile, unserer Sujets, unserer Haltungen, unserer Weltanschauungen. Ich weiß, dass das irrational ist, dass nicht er über meinen Sieg entschieden hat, sondern eine Jury, aber so bin ich. Ich bin ein bisschen abergläubisch. Bevor ich aber zum Stil, zum Sujet vorstoßen konnte, blieb ich daran hängen, dass Arno in Mannheim auf die Welt gekommen ist, wo ich gewissermaßen auch auf die Welt gekommen bin. Aus dem Krieg in den Frieden, aus dem Elend in den Wohlstand Deutschlands. Das meine ich nicht ironisch. Also für mich war die Ankunft in Deutschland, die Ankunft in Mannheim, der Beginn eines Lebens. Der Beginn eines Lebens, das bis dahin tatsächlich über Jahre hinweg von echtem Schrecken gezeichnet war. Sowohl meine Familie wie auch ich, wir waren in schlechter Verfassung, als wir nach Deutschland kamen, Schusswunden inklusive. Arno kam also in Mannheim auf die Welt, beschloss jedoch sein Leben in London zu verbringen, was ich mehr als verständlich finde. Ich hingegen kam in Sarajevo auf die Welt und man beschloss für mich, dass ich nach Mannheim müsse, um zu leben. Arno Reinfrank lebte zwar in England, schrieb jedoch weiterhin auf Deutsch, während ich irgendwann beschloss, in der Sprache meiner neuen Heimat zu arbeiten. Und das ist eine wesentliche Entscheidung im Leben aller Künstler. Mit was für einem Material arbeiten sie denn? Denn selbst wenn man, selbst zwei Menschen, die in derselben Sprache schreiben, machen es vollkommen unterschiedlich und der Sprung von einer Sprache in die andere ist wirklich etwas Außerordentliches. Ein bisschen kann man Literatur auch mit dem Spielen einer Gitarre
vergleichen, was ich auch tue schon seit Jahren, aber ich habe eben heute eine Technik gesehen, die mir so vollkommen fremd war, die auch ganz andere Ziele verfolgt hat und ich weiß auch nicht, wie es körperlich möglich ist, im fünften Bund Barré zu halten, den neunten mit den kleinen Fingern zu greifen. Ich glaube, sie sind irgendwann operiert worden. Aber ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich wechselte also die Sprache, Arno aber nicht. Mein Sprachwechsel geschah sowohl aus Notwendigkeit wie auch aus fortschreitender Identifikation. Die Entwicklung meiner Muttersprache hat ja aufgehört, als ich 13 Jahre alt war. Hingegen der Spracherwerb der deutschen Sprache lief und lief und lief und irgendwann wollte ich auch schreiben. Die Identifikation ergab sich aber auch daraus, dass ich Deutsch immer intensiver lernte. Und wir wissen ja alle, diese Binsenweisheit, dass Sprache das Denken beeinflusse, das stimmt wirklich. Und ich konnte, und es war ein Hobby von mir, die Veränderungen meiner Gedanken zu beobachten als Jugendlicher, die sich daraus ergaben, dass ich nun in einer Sprache mit einer für meine Verhältnisse bizarren, unerbittlichen Syntax, die wirklich die Stellung des Verbs mit einer Strenge diktierte, die ich so aus meiner südslawischen Muttersprache nicht kannte. Und auf der anderen Seite mangelte es vollkommen an Suffixen und Präfixen, die man allen Verben einfach anhängen konnte, um Bedeutungsfeinheiten herauszukitzeln. Das heißt, ich musste anders denken und aus dem neuen Denken ergab sich irgendwie eine neue Person. Entschuldigung. Nun, diese Identifikation mit Deutschland, also mit einem Ort, einer Sprache, einer Art zu denken, ging so weit, dass ich irgendwann, als ich in Bristol studierte, mich dabei erwischte, wie ich ein intensives Heimweh empfand. Ich wollte zurück in die Pfalz, wo meine Familie war, aber wo auch all meine Freunde waren. Das heißt, da merkte ich zum ersten Mal für mich, dass ich zwar dabei war, die Welt zu erforschen, aber doch, ohne es bemerkt zu haben, einen Ort für mich entdeckt hatte, wo ich irgendwie Wurzeln neu geschlagen hatte. So weit, so gut. Bristol war toll, es war eine tolle Stadt, aber ich wollte irgendwie zurück nach Landau. Es ist jetzt unabhängig davon, ob Sprache einen an die Heimat ankert, wie mich, und vielleicht auch Arno Rheinfrank. Wir leben aber, und jetzt kommt der hochtrabende Twist in meiner Rede, wir leben in einer Zeit, die heimatliche Konzepte missachtet. Wir leben in einem Zeitalter globaler Probleme. Weder die Pandemie, die uns seit nunmehr 2 Jahren in diesem seltsamen Halbleben sinnlicher Entbehrung gefangen hält, noch der Klimawandel, diese Hinterlassenschaft von Generationen, die sich nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, sind auf nationaler Ebene zu lösen. Sie betreffen eine Heimat, aber es gibt keine heimatliche Lösung für sie. Damit stelle ich nichts Neues fest. Gleichwohl finde ich, dass die Fragen, vor die unser Zeitalter Literatur gestellt hat, noch nicht beantwortet worden sind. Manchmal habe ich das Gefühl, man habe sie noch nicht einmal zu Ende formuliert. Es sind nunmehr 80 Jahre vergangen, seit die Menschheit mit der Erfindung der Atombombe ihre eigene Auslöschung ermöglicht hat. Doch hat die Natur des Kalten Kriegs der Literatur einen Rückzug ins Kleine ermöglicht. Der Kalte Krieg war stets einer, der lediglich kurz vorm Ausbruch stand, dessen Ausbruch man zwar fürchtete, dessen Ausbruch zugleich in der Hand einigermaßen rationaler Wesen lag. Und ich weiß, dass es darüber viele Diskussionen gibt, aber wenn man zum Beispiel den Verlauf der Kuba-Krise so ein bisschen verfolgt, und ich habe gerade ein paar Bücher darüber gelesen, im Lockdown war mir langweilig, dann sieht man, dass tatsächlich sowohl Khrushchev wie auch Kennedy zwei sehr rationale Menschen waren, die sich in so einer Art Tornado der Irrationalität behaupten mussten. Ein Krieg, der nicht ausbricht, erlaubt es der Literatur, endlos über den Frieden zu reden. Und wenn man sich ein beliebtes Sujet der deutschsprachigen Literatur heutzutage anschaut, nämlich die Mietpreise in Berlin, dann merkt man, was die folgerichtige Entwicklung dieser Konzentration auf das Kleine im Frieden war.
Nun ist es aber so, dass sowohl die Pandemie wie auch der Klimawandel ausgebrochen sind. Über ihren Ausbruch ließ sich im Gegensatz zu dem des Kalten Kriegs nicht verhandeln. Wobei das nicht richtig ist. Es hätte sich verhandeln lassen. Aber wir haben diese Ausbrüche lieber heraufbeschworen als verhindert. Pandemien und ökologischer Kollaps waren bisher auch Sujets, die eher dem Genre angehörten als der Belletristik. Man denke an Soylent Green, man denke an Richard Mathesons I'm Legend, tatsächlich eines der besten Bücher über die Pandemie, auch wenn es aus den 50er Jahren stammt. Und wagten sich Belletristen an eins dieser Themen, zogen sie üblich die falschen Schlüsse. Man denke nur an Camus, schlecht gealterte Pest, wo sich eine epidemische Situation letztendlich nur als die Prüfung von Individuen darstellt. Die Corona-Pandemie hat sich vor allem als die Prüfung des Kollektivs durch das Individuum abgespielt. Durch Menschen, die sich aus Furcht, Irrationalität oder Starrsinn nicht impfen lassen wollen, die sich nicht an Regeln halten wollen. Was bedeutet also diese Welt in absoluter Krise für Literatur? Soll Literatur weiterhin versuchen zu warnen, obwohl die meisten dystopischen Linienverlängerungen ins Nichts führen? Soll sie sich ausschließlich mit Problemen befassen? Und selbst wenn Literatur sehr hellsichtig warnt, können wir an unserer jetzigen Situation erkennen, dass Warnungen durch Literatur absolut wertlos sind. Literatur hat bisher nichts verhindern können, noch nie. Nein, Literatur soll sich nicht ausschließlich mit Problemen befassen, aber Literatur muss unbedingt versuchen, wie ich es in dieser Rede versucht habe, von kleinen Themen wieder zu den großen zu wandern. Literatur muss aufhören, eine reine Ablenkung zu sein. Solange Literatur sich mit Sujets wie Mietpreisen oder der Ungerechtigkeit des Arbeitsmarkts befasst, mit Themen also, die bewältigbar sind, deren Lösung bereits im Gange ist, ohne dass Literatur zu dieser Lösung irgendwie beigetragen habe, solange ist Literatur bloßer Zeitvertrieb. Jetzt komme ich zu Arno Reimfrank. Ich habe Arno gelesen und ich finde, er ist eigentlich am besten dort, wo er nicht am Eigentlichen ist, sondern wo er sehr parabolisch schreibt. Und in einer seiner Erzählungen, meiner liebsten Erzählung von ihm, beschreibt er die Brutalität von Noahs Familie, die Tiere mit Gewalt daran hindern, auf die Arche zu klettern. Und diese Erzählung ist eigentlich kaum zu lesen, so schmerzhaft finde ich sie. Sie ist brutal. Und es ist auch schwer, die Selbstgerechtigkeit derjenigen zu ertragen, die diese Gewalt gegen diese Tiere, die sich doch nur retten wollen, ausüben. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was mich an dieser Erzählung so beschäftigt. Und ich glaube, es ist die Tatsache, dass diese Erzählung es schafft, eine tatsächliche ewige Wahrheit auszusprechen. Sie wagt es auszusprechen, wie grausam jene sein können, die nicht aus Nächstenliebe, sondern im Auftrag retten. Und ist das nicht ein Thema, das wir im Moment in den Medien sehen? Das Drama, das sich an der polnisch-belarussischen Grenze abspielt? Ist es nicht etwas, das wir selbst mit angesehen haben, als es um die Rettung der ertrinkenden Flüchtlinge ging? Das Retten im Auftrag. Man rettet und ist dennoch grausam. Und ich finde, das ist etwas, das Literatur versuchen muss. Literatur muss versuchen, Wahrheiten auszusprechen, ohne Lösungen anzubieten. Literatur muss versuchen, den Menschen wieder zu ermöglichen, sich selbst besser zu verstehen. Ich habe in meinem Roman, der diesen Preis bekommen hat, Die Fahne der Wünsche, versucht, eine Figur zu beschreiben, deren hauptsächliche Qualität ihre Leidensfähigkeit ist. Ihre Leidensfähigkeit, die es ihr ermöglicht, sowohl in einem Sport zu brillieren, Rennrad zu fahren, bedeutet letztendlich nur Schmerzen und Leiden in Geschwindigkeit zu übersetzen, wie auch ein System zu überstehen, das letztendlich ein System der Brutalität ist. Ich habe nicht über ein konkretes System gesprochen, ich habe aber über die Fähigkeit des Menschen gesprochen, alles zu ertragen, was es zu ertragen gibt, versucht aber auch darüber zu sprechen, was uns verloren geht, wenn wir im Leben zu viel ertragen müssen. Niemand überlebt einfach und ist danach ein heiler Mensch. Es freut mich, dass ausgerechnet dieser Roman einen Preis bekommt, denn er gilt als mein traurigster und als mein düsterster und Leute haben ihn nicht besonders gerne gelesen. Ich bekam
Beschwerden, als Briefe oder E-Mails, in denen mir Menschen sagten, mein Roman hätte sie traurig gemacht, was irgendwie auch meine Absicht war. In meinem neuen Roman Krach wollte ich aber eben eher gute Stimmung verbreiten. Und zum Schluss dieser hochtrabenden Rede also zu kommen, ich bedanke mich herzlich für diesen Preis und fühle mich sehr geschmeichelt. Dankeschön. Immerhin sind Sie die Stifterin des Preises. Und das würden wir gerne Ihnen mit einem Blumenstrauß Danke sagen, dass Sie das auch möglich machen können.